auf dem Frisiertisch angekommen. Und heute muss ich hier arbeiten, weil ich drüben noch keinen Strom habe. Schwesterlein, du willst auch? Du bist nicht. Geh mal runter. Mache ich das Haar erstmal, soweit es geht, mit dem Handtuch trocken. Ja, schüttel dich schön. So. Und drück so ein bisschen das Wasser aus den Haaren. Ich fange nicht an, an den Haaren zu rubbeln. Auch das habe ich in dem Buch beschrieben. Dadurch verknotet sich das Haar nur. Und gegebenenfalls macht man sogar die Haarstruktur dadurch kaputt. Vor allem bei uns Menschen und bei längeren Haaren. Aber bei den Hunden ist das natürlich genau das Gleiche. Darum reicht es einfach vorsichtig, das grobe Nasse einfach aus dem Fell rauszudrücken. So, Herzchen. Und dann fangen wir an zu föhnen. Jetzt geht es ans Föhnen. Föhnen ist immer sehr wichtig. Die Mäuschen ist dann ja auch kalt. Ich föhne genau, wie ich den Hund gekämmt habe am Anfang, wie ich es in meinem ersten Video gezeigt habe. Ich fange hinten an und arbeite mich nach vorne durch. Obwohl ich mittlerweile auch die Activate-Bürsten, auf die ich auch zu sprechen komme in einem Video, für mich entdeckt habe, habe ich trotzdem festgestellt, für das Auskämmen beim Föhnen ist nach wie vor meine schöne Antizipsbürste herrlich geeignet. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Ja, Mäuse. Du bleibst hier. Guck mal. Ja, schön hier bleiben. So. So, wie ihr seht, gehe ich mit dem Föhn so ins Fell, dass es sich scheitelt. Und immer dann, wenn die Haare nach unten fallen, gehe ich gleich mit der Bürste einmal drüber. Ich denke, das Prinzip ist klar. Ich föhne das kleine Klärchen jetzt mal zu Ende aus und dann zeige ich euch nochmal ganz in Ruhe, wie ich sie nach dem Föhnen nacharbeite. Womit manche Hundefriseure auch arbeiten, den sogenannten Galgen. Woran man nicht die Hunde aufhängen soll, womit man das jetzt wahrscheinlich assoziiert, sondern das ist eine Vorrichtung, die macht man an die Tischkante, meistens bei den Frisiertischen. Und die, da kann man die Hunde mit so einem Halsband festmachen. Ich arbeite nicht mit dem Galgen und wenn meine Mäuschen mal ein bisschen unruhig werden, dann lasse ich lieber das Bürsten sein und halte sie mal mit einer Hand ein bisschen fest und beruhige sie mit einer Hand und bürste dann im halbtrockenen Zustand die Haare einfach nach und gehe dann wieder mit einem Föhn drüber. Das hat sich als sinnvoller erwiesen, als dass man die Tiere anbindet am Galgen und wenn sie Angst kriegen, oder wenn ihnen es unheimlich ist, dann kommen sie nicht weg. Ich würde auch jedem raten, der anfängt mit seinem Wolonka zu arbeiten und die das erste Mal wäscht und föhnt,
wenn die nicht still sitzen, sich eine zweite Person dazu zu nehmen und die vorsichtig festzuhalten, anstatt die in erster Instanz anzubinden. Es gab einige Kunden, die haben mir erzählt, was ich selber so nicht erlebt habe, aber die haben mir erzählt, dass nach einmal Hundefriseur, die mit dem Galgen gearbeitet haben, der Hund sich nie wieder erkennen lassen. Und das ist natürlich schade, denn es muss nicht sein. Das kann man auch alles anders lösen. Und ich denke, wichtig sollte es immer sein, dass man sich immer darauf konzentriert, dass die Tiere verstehen, dass es nichts gibt, wovor sie sich fürchten müssen. So, und wenn ich denn im trockenen Zustand sozusagen in Anführungsstrichen, also ohne Föhn ausgekämmt habe, gehe ich einfach mit dem Föhn danach wieder in die Haare. Fangt einfach an, wenn die Hunde klein sind, die mal auf den Tisch zu tun, mal den Föhn anzumachen und wieder auszumachen, ohne dass ihr die gleich komplett auskämmt und ausföhnt oder überhaupt vorher gewaschen habt. Ich habe hier in meinem Zuchtstand meine kleine Samira, meine Silberne, die da hinten in der Ecke liegt auf der Couch und zuguckt heute. Die ist, als sie klein war, obwohl sie ein bisschen eher ängstlicher Typ war, zu mir auf den Tisch gesprungen, wenn ich eine geföhnt habe, und hat sich mitföhnen lassen. Das fand die ganz toll. Wichtig ist, genau wie beim Kämmen und genau wie ich es im ersten Video schon gesagt habe, selber einfach gelassen bleiben und selber einfach ruhig bleiben und sich gar nicht davon beeindrucken lassen, wenn die Mäuschen mal reagieren. Also auch wenn ihr die zum allerersten Mal auf dem Tisch habt, wie gesagt, und ihr merkt, dass die Angst haben, dann richtet nicht gleich den Föhn auf sie, sondern macht den mal an und macht den wieder aus und haltet die im Arm und nehmt euch einfach Zeit, um die dran zu gewöhnen. So, die Frage ist oft, wie föhne ich den Kopf? Normalerweise föhne ich den Kopf gar nicht. Normalerweise lasse ich die am Kopf in Ruhe, wenn sie nicht gerade Klärchen heißen. Kämme das vor im nassen Zustand mit der Bürste, damit ich es nachher im trockenen Zustand nacharbeiten kann. Wenn die am Köpfchen ein bisschen nass oder ein bisschen feucht noch sind, wenn ihr da angekommen seid, werden die sich davon nicht mehr erkälten. Wichtig ist, dass auch wenn die Beinchen ein bisschen nass noch sind, das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass der Körper trocken ist und dass die nicht mit einem nassen Deckhaar rumlaufen. Und für die Beinchen und für den Kopf kann man die mal eine halbe Stunde rumlaufen lassen und warten, bis die von selber getrocknet sind. Je mehr ihr die vorher ausgebürstet habt, was wie gesagt mit dieser Bürste wunderbar funktioniert, ich halte sie nochmal in die Kamera, je besser ihr die ausgekämmt habt vorher, das ist wie bei unseren Haaren auch, umso schneller trocknen sie. Und wenn sie ganz getrocknet sind, kann man wunderbar mit einer guten Bürste nacharbeiten.
So, dann lasse ich auch mal mein Klärchen erstmal in Ruhe, die jetzt, ohne dass ich das Finish gemacht habe, mit einer guten Bürste natürlich im ersten Moment aussieht wie ein kleines geplatztes Sofakissen. Das darf sie auch. Und so darf sie auch jetzt erstmal einen Moment durchs alte Jagdhaus hüpfen, bevor die Beinchen und das Näschen getrocknet sind. Okay. So, wie man ein Bolonka kämmt, da habe ich ja einmal schon ein ausführliches Video zu gemacht. Ich habe ja diese neuen Activate-Bürsten nun endlich auch für mich entdeckt und mache jetzt das Finish nach dem Föhnen mit einer der Activate-Bürsten, auf die ich auch nochmal zu sprechen komme. Und kämme die Kleine genauso aus nach dem Schema, wie ich es in dem Hunde-Kämm-Video schon gezeigt habe. Und mit diesem Shampoo und mit dieser sauren Rinse am Ende und dennoch mit diesen wunderbaren Bürsten wird das Fell am Ende so weich und so glänzend. Wenn man gut vorgearbeitet hat mit der anderen Bürste beim Föhnen und während die Haare getrocknet sind, dann kann man wirklich mit dieser Bürste einfach nur noch durchs Fell gehen. So, mein Herz. Einmal die andere Seite. Und auch wenn hier unten die Beinchen dann noch ein bisschen nass sind, die kämme ich dann gleich mit der Bürste mit aus. Leichte Feuchtigkeit schaffen die. Und immer wieder nach dem gleichen Prinzip arbeite ich mich von hinten nach vorne durch. So, wenn ich merke, ich hake hier irgendwo, schalte ich das Fell nochmal neu. Ich gehe nochmal ganz separat an diese Stelle. Das habe ich alles ausführlich in dem Hundecam-Video einmal beschrieben. Und die saure Rinse macht wirklich Sinn, wie man sieht. Das Fell wird wunderbar glänzend am Ende. Und dieses ayurvedische, komplett chemiefreie Shampoo kann ich euch sehr empfehlen. Meine Erfahrung ist auch, egal welches Shampoo man benutzt, wo chemische Inhaltsstoffe drin sind und oftmals sind sie versteckt in den Shampoos. Auch viele Hersteller von Naturkosmetik haben dieselbe Chemie in den Shampoos wie die anderen. Das habe ich alles aufgeschlüsselt in diesem Kapitel, synthetisch hergestellte Chemikalien in herkömmlichen Shampoos. Und man merkt das im Hundehaar immer dann, wenn man doch Shampoos mit synthetisch hergestellten Chemikalien benutzt hat, dass sie früher oder später 2, 3 Wochen, manchmal 4 Wochen, nachdem man sie damit gewaschen hat, einfach anfangen ganz doll zu verfilzen, weil die Chemikalien jedes einzelne Haar ummanteln und früher oder später wird das sichtbar. Und das äußert sich in zunehmenden Verknoten der Haare. Die Chemikalien sind auch gewissen Zersetzungsprozessen unterworfen. Das sieht man alles. Und das ist bei diesen Shampoos, bei diesen ayurvedischen Shampoos nicht der Fall. So, mein Herz. So, samtweich, die kleine Maus. Wunderschön, mein Herz. Wunderschön. Oh, meine Kleine.
Kann man nicht. Da können wir aber keinen Film machen. Auch wenn wir das einmal ein Klärchen dabei haben, dass die ganze Zeit so lachen muss. Klärchen. Das ist völlig unschuldig. Oh, ich brauche noch mal kurz eine Pause. Das geht doch nicht.